Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich lade dich auf jeden Fall an einem anderen Tag hoch. An einem anderen Tag als Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag? Nein, ich lade normalerweise alle 2 Tage ein Video hoch. Hm. Aber die Together-Aufnahmen mache ich, glaube ich, am Wochenende. Okay. Damit alle Zeit haben, die sich nicht anzugucken. Genau. Super. Du denkst ja richtig mit. Ach stimmt, wir sind ja jetzt wie Jesus. Ich bin. Also, vielleicht übertrumpft der Part mit dir sogar noch den Part mit Chris von den Views her. Wieso? 30 Aufrufe müssen wir brechen. Oh, da muss ich aber. Muss ich mal ein paar Fake-Accounts noch machen. Noch ein paar? Ja. Wie viel hast du denn? Also, ich habe bisher 13. Ich werde dann noch 27 weitere machen. Oh ja. Also 27 weitere klingt doch gut. Ja, dann hast du ja nur 10. Genau. Ja. Läuft. Und dann kommt die nächste, Google-Löschung und dann sind alle wieder weg. Ja, deswegen, deswegen muss ich immer so viele machen. Ne? Inklusive deines Let's Play, Alter. Boah, ich dachte letztens wirklich, der wäre wieder weg. Hä, warum das? Ach, es gab doch, oder gestern war das, gab es da diesen super tollen Fehler. Ich konnte nicht auf meine Seite rauf. Hast du so einen Internal Error 500 gekriegt? Echt? Und dann bin ich über einen Link auf meine Seite gekommen, dann stand, dieser Kanal existiert nicht. Boah, das ist böse. Boah, ich dachte schon, ey, das können die jetzt nicht gemacht haben. Die haben, YouTube hat nämlich schon mal meine ganzen Beschreibungen einfach gelöscht. Alle. Böse. Na, da habe ich mich dann schon halb gefreut darüber. Yeah, endlich ist der Kanal weg. Boah, da habe ich erstmal so ein bisschen geschluckt. Und dachte, ich glaube, da war der erstmal warm, oder? Hä? Da war der aber erstmal warm. Hot war mir da. Erstmal überlegt, oh Scheiße. Dann dachte ich, ey, Scheiße, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Würdest du weitermachen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, aber das ist halt kacke für die momentan laufenden Projekte. Hätte ich keinen Bock, nochmal neu anzufangen. Nee, aber würdest du theoretisch sagen, okay, ich mache mir jetzt einen neuen Kanal und fang dann nochmal von vorne an? Vielleicht. Es könnte sein, dass ich das mache. Aber dann wahrscheinlich mit einer gewissen Pause von 1-2 Tagen oder so. Von 1-2 Stunden mal eine Pause. Genau, muss ja auch mal sein. Mal einmal nicht immer das Aktuellste gerade aufnehmen. Genau. 58 Parts in einem Tag. Nee, weil ich lösche ja auch immer dann die Parts, die ich nicht mehr brauche. Ja gut, klar. Dann wieder alles von vorne hochladen. Beziehungsweise müsste alles wieder von vorne aufnehmen. Ja. Wobei ich bei Mass Effect hätte ich zum Beispiel voll Bock nochmal von Anfang an anfangen. Also im Grunde wirklich die Trilogie nochmal. Ja, genau. Mach doch. Ja, aber das nochmal zu Let's Playen weiß ich auch nicht. Mass Effect 4 soll doch eh nochmal kommen. Naja, eventuell Ende des Jahres oder nächstes Jahr. I really need to do this more often. Dann würde sich das doch sogar anbieten. Ja, aber ich hab's ja schon Let's Played alles. Ja und? Und das nochmal zu machen weiß ich nicht. Wobei für den ersten Teil wäre es glaube ich gar nicht mal schlecht, weil... Fang doch Assassin's Creed nochmal an. Nee, danke. Jeden einzelnen Teil zu 100%. Ja, nein. Boah. Ich habe ja auch erst überlegt, ob ich mir vielleicht einen Only Assassin's Creed Kanal mache. Hm. Nee. Aber da hast du ja irgendwann auch nichts von. Ich meine, bei Smite ist so ein Spiel, ist ein Endlosspiel. Das kannst du immer spielen. Und Assassin's Creed, ja. Irgendwann hast du auch mal keinen Bock auf das ganze Spiel. Wobei ich da irgendwie, ich kenne das ja, man hat irgendwie auf Online-Spiele habe ich teilweise mehr Lust als auf Offline-Spiele. Okay. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, weil theoretisch können ja beide genauso lustlos machen. Naja, also Online-Spiele habe ich eigentlich nur mehr Lust, wenn ich mit anderen das spiele, weil das macht mehr Spaß dann einfach. Ja gut, klar, man trollt sich ja immer dann irgendwie noch so ein bisschen, gerade bei so Sachen wie Smite kannst du ja natürlich mega trollen, vor allem im Conquest. Aber, ja, aber wenn ich jetzt mal da, sag ich mal, du spielst jetzt irgendein so MMO, ja, und du spielst das alleine, dann machst du Raid oder so, ist doch total langweilig. MMOs spiele ich generell lieber alleine. Echt? Ja, weil ich jemand bin, der extrem gerne questet und wenn ich dann irgendwen dabei habe, der übelst durchrusht, das stört mich. Ja, musst du einen finden, der nicht durchrusht. Ja, das ist dann eben das Problem. Du musst erstmal jemanden finden, der das eben nicht macht, der ja genauso spielt wie du. Also ich bin zum Beispiel gar kein Rusher. Ich lese mir auch immer die ganzen Questbeschreibungen durch. Oh Gott, jemand versteht mich. Aber ich glaube, das würde ja viele voll nerven, weil ich lese mir dann immer durch, okay, was steht da? Ah, ich muss das machen. Und dann vergesse ich sowieso, was ich gelesen habe.
Nee, also Let's Play würde ich so online so MMOs nicht. Weil da hätte ich dann das Gefühl, wenn ich nicht die Questtexte vorlese, fehlt was. Aber wenn ich es nicht mache, dann, wenn ich es dann machen würde, würde es mir einfach zu lange dauern. Da wüsste ich nicht, was ich machen soll. Wobei, also ich hätte Lust, mal so ein MMO zu machen, aber... Aber allein, aber nicht alleine. Ne? Nee, alleine, da, das ist halt das Problem. Da habe ich keinen Bock zu. Wenn das Spiel gut ist, wäre ich ja dabei, grundsätzlich. Wie gesagt, also ich bin jemand, der... dem das eigentlich egal ist, aber... Ja, das ist immer die Frage, was empfindet man als gut? Wenn es beiden gefällt. Ja, eben. Ja, gut, aber sollte man, es gibt ja wohl genug. Aber so ein Spiel wie WoW würde ich zum Beispiel nicht machen, weil das wurde schon zu oft gemacht und ich kenne es nicht und... hätte natürlich dann wahrscheinlich auch Potenzial, dass du sagst, okay, komplett von vorne mal anfangen zu lernen, aber... Also, das finde ich... Ich als Zuschauer fände es interessanter, als wenn das jemand das gesamte Spiel schon auswendig kennt. Ah. Weil das ist nochmal ein anderer Effekt, aber gut, müsst ihr ja wissen. Aber ich weiß nicht, sehr, das kurz online habe ich auch kein Interesse, ehrlich gesagt. Nee, da würde ich, jetzt ist ja wieder eine Beta. Ja, okay. Darf ja jeder, der eingeladen ist. Man darf sogar einen Freund dazu einladen. Ja. Einen extra Code. Und du kannst ja den ganzen Scheiß auch hochladen. Und wenn dann würde ich vielleicht so 20, 30 Parts machen, dann war es das aber auch. Das Problem ist, Chris hat mich mit diesem ewigen Gehype, das tört mich einfach so ab von dem Spiel. Weil ich hasse sowas. Ich hasse dieses Gehype von Spielen. Was soll das denn? Du kannst es dir ja angucken. Die Sicherheitslöschung hier machen oder nicht? Ja, ja, machen wir eben. Töte das. Sind ja schnell gemacht. Nee, aber so ein Spiel, dafür müsste ich es mir natürlich nochmal kaufen. Irgendwie so, ich sag mal, Guild Wars würde ich durchaus spielen. Oh ja, Guild Wars ist geil. Also, wenn du. Guild Wars würde ich sogar mitmachen. Also. Oh, geiles Lied im Hintergrund. Don't hurt me. Ist das hier schon tot? Ja. Super. Bist ein richtiger Killer. Es gibt durchaus Spiele, die ich mitmachen würde, aber es gibt halt auch echt welche, da würde ich. Nee. Nee. Also ich würde zum Beispiel auch gerne sowas von Star Wars machen, weil ich einfach Star Wars geil finde. Aber da musst du auch... Star Wars finde ich mega, aber ich das Online-Spiel hat mich echt nicht angemacht. Ich fand das cool. Fand das... Und da gehen die Geschmäcker wieder auseinander. Ich fand es halt cool, dass sie das alles synchronisiert haben und so, das war schön. Nein, nein, sowas ist ja, das ist ja ganz cool gemacht. Ich hab hier okay. Wir haben noch neue Sachen bekommen, kann das sein? Wie, Nebenmission? Ja, neben Aktivitäten eher. Du gehst jetzt zu was Unbekanntem. Ja, ja. Ich habe hier noch eine Virusinjektion am Start. Nochmal hier so eine Datenlöschung. Right. Ich weiß nicht, es gibt auch so viele Free-to-Play-MMOs hier. Ich habe früher, da war ich noch ein bisschen jünger, Runes of Magic, und ich habe früher fast jedes Free-to-Play-MMO gespielt, einfach mal um zu testen. Mhm. Was ich da nicht schlecht finde, ist Neverwinter. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, dafür, dass es Free-to-Play ist. Ja, stimmt, das finde ich auch ganz cool. Was ich halt irgendwie überhaupt nicht mochte, war Dragon's Prophet. Das habe ich nie gespielt. Das habe ich auf der Gamescom einmal gespielt und dann musste ich direkt an so einem komischen PvP-Turnier teilnehmen. Okay. Ach, super. Weil der Typ vom Kommentator ja unbedingt meinte, mich dafür auserwählen zu müssen. Mhm. Du bist der Auserwählte gewesen, hallo? Ja. Hab sogar was gewonnen. Weil Smite hätte ich beinahe eine Tastatur gewonnen. Okay. Weil die haben an dem Stand, du musstest halt Götternamen von den verschiedenen Göttern halt aufzählen. Mhm. Aber du durftest keinen zweimal sagen. Okay. Und dann waren da drei vorne. Mhm. Und ich auch. Und haben dann halt gemacht. Und dann kind of habe ich leider verloren. Ja. Weil mir einer entfallen ist, ein Name. Das ist natürlich blöd. No, und er kommt und versucht, mich zu töten. Bei einer Tastatur gewonnen. Von Razer, glaube ich. I tried to warn him, but he never listened to me. Only the boss really did. Nee, sonst weiß ich gar nicht. Es gibt schon viele MMOs, aber da muss man echt das Richtige finden. Es gibt noch so ein Third-Person-MMO. Das ist so Shooter-mäßig. Warframe, weißt du? Nee, Firestar, Fire... Hier ist auch irgendwas. Irgendwas. No, irgendwas mit Fire war das. Okay. Das war eigentlich auch ganz cool.
Aber da musst du halt echt Lust drauf haben. Es gibt halt echt Spiele, da musst du einfach Lust drauf haben. Also ich hatte wenn du jetzt, da keine Lust drauf hast. Ja, wenn du keinen Bock drauf hast, ist eh scheiße. Ich hatte ja zu Neverwinter schon mal ein LPT. Ich bin gerade vorbeigelaufen, fuck. Das dann aber so relativ früh wieder abgebrochen wurde. Leider. Toll, du warst fast zu Hause. Schafft das gesamte Open World Gameplay in zwei Bezirken der Teleport-Simulation. Yay. Das habe ich nicht bekommen. Du bist aber schlecht. No. 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 Bleib hier, mein Schnatzi. Oh, das ist schnell. Aber, ja, man muss halt wirklich genau das finden, was dir und vielleicht einem anderen noch gerade so bockt. Ja, aber so bei MMOs, also wenn natürlich der Spielstil ähnlich ist, finde ich es geiler, wenn du es zu zweit spielst. Oder zu dritt oder zu viert. Ja, gut, klar. Was ich bei MMOs vor allem wichtig finde, ist der Endcontent. Ja. Es ist ja schon gut, wenn man Spaß dran hat, dann die, keine Ahnung, 80 Level dann durchzumachen. Aber wenn der Endcontent nicht passt, dann bockt irgendwie kein Spiel wirklich. Ja gut, dann musst du aber auch erstmal zum Endcontent hinkommen, ne? Ja, klar. Nein, es sollte perfekt, eine perfekte Mischung eigentlich sein. Zwischen Endcontent und Leveln. Aber trotzdem ist der Endcontent irgendwo sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja, das stimmt schon. Das sollte ich auch dann bei Laune halten am Ende, wa? Ja, ja. Und da muss ich jetzt mal wirklich nochmal sagen, bei WoW, du hast einfach immer genug zu tun. So, das klingt jetzt scheiße, weil halt, es klingt halt irgendwie doof, aber du hast immer irgendwas zu tun. Es gibt immer was zu tun. Ja, das ist doch genau wie hier in Saints Row, wir haben immer irgendwas. Ja, irgendwas hast du echt immer. Und das finde ich ist wichtig bei einem, gerade bei Open World Spielen, das finde ich echt wichtig. Dass du halt was zu tun hast in der Welt bei Assassin's Creed 4. Ja, aber da bist du irgendwann fertig. Ja, klar. Da kannst aber du dann höchstens nur noch hin und sagen, okay, ja, ich fahre ein bisschen mit meinem Schiff durch die Karibik. Aber gerade am Anfang. Ja. Du bist ja total überhäuft von Dingen, die du auf einmal machen kannst. Wenn du das erste Mal Map aufmachen, denkst du, okay, scheiße, warum ist die Map so groß? Nee, ich dachte am Anfang, scheiße, warum ist die Map so klein? Ich hab mich nicht. Und dann hab ich rausgezoomt. Achso, okay. Ja, Anfall erstmal bekommen. Und dann merkst du, was die da alles einfach mal reingebaut haben und denkst, verdammt, warum ist das so viel? Ja, vor allem, das sind dann Taucherspots und verschiedene Inseln, die du abarbeiten kannst. Ja. Das sind vor allem dann nicht nur so kleine Inseln, das sind dann ja auch manchmal kleine Städte. Ja. Und das ist ja eben nochmal so geil. Du hast halt dann so kleine Lager. Und das ist halt einfach atmosphärisch, weil die Karibik besteht ja nicht nur aus Inseln, die nicht bewohnt sind. Also das Spiel war auf jeden Fall geil. Ja. Auch das DLC, das Standalone dazu, was ist jetzt ein Standalone? Ist eigentlich auch richtig geil. Das ist im Grunde dasselbe, halt nur nochmal mit einem anderen System. Im Grunde neuer Charakter, ein bisschen andere Story genommen und dann. Und du hast ein anderes System, weil du so Sklaven befreien musst. Ja, aber es ist im Grunde ja ähnlich wie das mit den Crews. Das Prinzip ist ähnlich, finde ich, aber natürlich schon ein bisschen komplett anders. Ach verdammt, ich habe immer noch diese Scheiße. So oder so, es war halt echt ein geiles Spiel. Ja. Hat übelst gebockt. In der Tat. Auch wenn es mir nach über 100 Folgen dann ein bisschen auf die Nerven ging. Ja gut. Normale Menschen spielen ja nicht so lange. Die verlieren ja die Lust nach 3 Stunden. Echt? Ja. Ich bin auch so einer, ich spiele teilweise Spiele. Es kann mal vorkommen, dass ich ein Spiel so 8 Stunden am Stück gespielt habe. Wenn ich so ein Spiel hatte, wo ich richtig Bock drauf hatte, dann kann das schon mal passieren. Worauf ich ja ehrlich gesagt noch warte, ist mal wieder ein vernünftiges, gutes Rollenspiel. Mhm. Ein Singleplayer-Rollenspiel. Ja, da vielleicht warte ich ja. Ist es ja mit Witcher 3 soweit. Ja, aber abwarten. Und Tee trinken. Also mehr kannst du eigentlich nicht machen. Ja, man kann es echt nur gucken hoffen. Und tja. Weil das ist eine verdammt geile Reihe und wenn die dadurch so versaut wird, dann hau ich aber CD Projekt eine rein. Dann fahr ich nach Polen und hau den eine rein. Ne, ich finde, also die haben sich ja bisher immer verbessert, ne? Hoffen wir es mal.
Hoffen wir mal, dass der dritte Teil ebenfalls eine Verbesserung sein wird. Mhm. Also laut Grafik müsste das ja sein, ne? Ja, gut. Und spielerisch. Ich bin ja mal gespannt, du kannst ja irgendwie mit dem Boot irgendwo hinfahren und das Boot ist dann auch da. Und wie die das machen wollen, das Reisesystem, da bin ich auch mal gespannt, ey. Also ist die Welt offener auf jeden Fall. Ja, ja, die Welt soll schon offen sein. Du hast ja wohl eine riesige Spielwelt. Und soll wohl genug bieten für 100 Stunden Spielzeit. Hört sich doch geil an. Und alles soll schon begehbar sein. Wie sie das umsetzen letztlich, ich bin gespannt. Das Kampfsystem muss auch passen. Das Kampfsystem von 2 fand ich halt einfach echt geil. Im Grunde, ich fand die am Anfang, muss ich sagen, vom ersten Teil erstmal total... Okay, was soll ich hier tun? Weil ich habe erst immer die ganze Zeit gedrückt und bis ich dann mal gemerkt habe, ach nee, man muss das im Timing machen, ist dann auch schon mal ein bisschen vergangen. Ja, und dann kam 2. Und dann kam 2, wieder irgendwie komplett anders. Mit einem wirklich guten. Ja, das war besser durchdacht auf jeden Fall. Ja, man hat halt gemerkt, die haben sich dabei ein bisschen mehr Gedanken gemacht, die haben auch mit den Missionen, so mit der Story einfach mehr Gedanken gemacht. Die haben die Charaktere nicht mehr so krass recycelt. Ja. Vor allem Geralt, also Geralt sei ja in 1 echt. Ja. Ach, im Allgemeinen, die Animationen waren auch viel geiler im zweiten Teil. Ja. Und mir hat auch sogar teilweise wirklich das mit dem Craften und sowas, das hat wirklich teilweise Spaß gemacht. Ja gut, da muss ich sagen, das habe ich irgendwie gar nicht gemacht. Ich habe auch die Alchemie gar nicht benutzt, ehrlich gesagt. Ich habe mich halt irgendwann mit dem Spiel wirklich komplett auseinandergesetzt und habe dann mal gemerkt, was das eigentlich für Vorteile hat, wenn du das mal wirklich machst auf Hardcore. Mhm. Also ich habe ja dann angefangen, das Spiel mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen und dann brauchst du das teilweise. Okay. Du bist angewiesen auf diese Tränke. Also da von dem muss ich sagen, war der erste noch ein bisschen schwieriger. Für mich persönlich jetzt. Ja gut, das ist natürlich immer so persönlich halt, ja. So, ist jetzt. Aber wir haben jetzt hier alle Aktivitäten gemacht. Echt? Wer bist denn du? If I shoot, it ain't gonna be pretty. Wir haben Freunde gefunden. Also wir haben alle Aktivitäten, wir haben uns fehlt ein Ziel, wir haben alle Läden und alles Bargeld, alle Bargeld-Upgrades. Moment. Da muss ich natürlich mal kurz gucken, ob das wirklich stimmt, was du mir da so erzählen willst. Nein. Ich habe nämlich hier noch eine Sicherheitslöschung. Wo? In der Mitte, da wo ich meinte, du gehst ja zu einem Fragezeichen. Ich habe auch ganz oben noch ein Fragezeichen. Ich nicht. Aber ich. Das ist alles ziemlich strange, ja. Ach, dann ist das wahrscheinlich das eine Ziel, was uns noch fehlt. Also mir fehlen... Weil eigentlich habe ich alle... Hä? Ich bin verwirrt. Ach so. Bin tot. Nee, mir fehlen noch 2 Ziele. Komm, vielleicht später, aber wollen wir die Aufnahme nochmal beenden? Warte, ich versuche... Nee, ich werde es nicht mehr schaffen, oder? Doch, nein. Nein, ich bin vorbei. Oh! Wer ist nicht über mich drüber gerannt, hätte es geschafft. Ja, das ist das Problem, wenn man so schnell läuft. Da hast du immer Probleme. Mit dem Abbremsen vor allem. Ja, oh verdammt, jetzt habe ich ja links geöffnet. Das wollte ich ja nicht. Können wir machen. Ich war nur kurz aus der Simulation raus. Ist mir hier zu gefährlich. Ich fange gerade mit meinem Kompensator rum. Geil. Was musst du denn kompensieren? Dich. Achso. Na gut, dann musst du mit deinem Kompensator rumfahren. Wird dir aber nicht helfen. Ich heb jetzt nochmal Bargeld ab, weil ich es kann. Weil du das im echten Leben nicht kannst. Doch, kann ich auch. Hab zwar kein Geld, Aber ich kann es trotzdem abheben. Ja. Was für ein Geld hebst du dann ab? Anderes. Da geht mein Geld immer hin. Ja. Also 2 Ziele fehlen mir persönlich noch. Ja gut, machen wir dann nächstes Mal einfach. Jojo. Na gut, dann bedanken wir uns bei euch fürs Einschalten oder auch nicht. Und bis zur nächsten Folge. Juhu, haut rein. Tschüss.